Weitbandheil und herzliche Grüße aus der Oberförsterei Cebellino-Pommern. Mein Name ist Kurt Dreyer und ich darf Sie, liebe Zuschauer, diese Woche durch die Hirschsprungwoche führen im Videotagebuch. Wir sind mit einer neuen Gruppe Jäger zur zweiten Hirschsprungwoche in Via Trovom angereist und wir können auch gleich Erfolg melden, aber dazu später. Zunächst das Wetter. Heute Morgen war es sonnig, klar, es war 10 Grad, ideales Brumpfwetter. Jetzt ist es 19 Grad, es ist leicht bewölkt, aber ich hoffe, das Wetter hält und die Brumpf wird sich gut entwickeln. Wie versprochen, unser Bericht vom gestrigen Abend und von heute Morgen. Ja, wir konnten gleich Erfolg melden, Sibylle konnte einen Hirsch strecken und das sehen Sie jetzt. In der zweiten Woche begleite ich Heiko und Tomek. Und gleich nachmittags am Ankunftstag machen wir uns auf, um die Hirsche zu verhören. Der Platzhirsch meldet Verhalten und als die Sonne untergeht, zieht Nebel in die Wildwiese. So fahren wir mit gutem Gefühl für den nächsten Tag ins Forsthaus und genießen ein ausgiebiges Abendessen, welches Magda, die Frau vom Förster, für uns vorbereitet hat. Hier bleibt keiner hungrig. Am nächsten Morgen melden die Hirsche gut und wir pirschen mitten ins Brumpfgeschehen. Ein mittelalter Achter hat uns mitbekommen und ehe wir die Chance nutzen konnten, springt er ab. So pirschen wir zurück und wollen mal sehen, was die anderen Jäger gesehen und erlebt haben. Auf dem Forsthof stehen unsere Mitjäger in großer Runde zusammen. Sibylle hat Weidmannsheil gehabt. Ein braver Zwölfer liegt auf der Strecke. War das ein Auftakt? Jetzt ein Bericht der besonderen Art. Manfred und Patrick haben sich aufgemacht, uns in Via Trovom zu besuchen, und zwar in der letzten Woche. Ich habe Ihnen daraus einen kleinen Film zusammengestellt, einen kleinen Bericht. Und in diesem Zusammenhang nochmal einen ganz besonderen Dank an Manfred und Patrick, denn sie hatten die ersten Tage, war Diana ihnen nicht so hold und sie hatten nicht so guten Anlauf. Und sie haben sich trotzdem mit allen anderen Jägern mitgefreut, die Weidmannsheil hatten. Und das sollte sich zum Schluss auszahlen. Sehen Sie hier unseren Bericht. Patrick und Manfred, unser Vater-Sohn-Gespann, sind in diesem Jahr auch zu unserer Gruppe gestoßen. Manfred, Bogusch und ich wollen uns mal den alten Achter ansehen, den wir Ihnen schon Anfang der Woche im Video gezeigt haben. Schon früh zieht das Kahlwild in den Topinambur. Und da ist er schon. Massig im Gebäude, mit gutem Vorschlag bestätigt er uns in der Altersansprache. Er zieht dem Kahlwild hinterher in den Topinambur, wo kein sicherer Schuss möglich ist. Und wieder zieht er ohne anzuhalten über die Schneise. Aber jetzt sollte es passen. Weidmannsdank, Bogusch. Danke. Auch Patrick hat noch am letzten Abend Weidmannsheil und schickt mir dieses Video, als wir schon mit unserem Bus in Rehling waren. Weidmannsheil euch beiden, es hat sehr viel Freude gemacht, mit euch zu jagen. Ein kräftiges Weidmannsheil nochmals an Manfred und Patrick. Denken Sie an unser Gewinnspiel. Die Bedingungen dafür finden Sie auf www.jagdreise.de. Denken Sie auch daran, den Kanal zu abonnieren.
Nur dann bekommen Sie immer die Nachricht, wann die neuen Filme kommen. Und so können Sie fleißig und kräftig die Stangen zählen, damit Ihnen Diana hold ist und Sie den Hauptpreis gewinnen oder einen der Hauptpreise gewinnen. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten, denn morgen bin ich hoffentlich mit spannenden Jagdberichten wieder für Sie da. Danke, tschüss und Weidmannsheil.